Nach einem Monat erhält ein Arbeiter 1000 Euro. Nach jedem zusätzlichen Arbeitsmonat erhält er 5 Euro mehr und dies 6 Jahre lang. Frage, wie viel verdient er monatlich nach diesen 6 Jahren? Es handelt sich hier um diese Zahlenfolge, die beginnt mit 1000 Euro. Im nächsten Monat bekommt er 5 Euro mehr. 1000 plus 5 ist 1005. Im darauffolgenden Monat bekommt er wieder 5 Euro mehr. 1005 plus 5 macht 1010, plus 5 macht 1015 und immer so weiter. Wir haben also hier eine arithmetische Zahlenfolge und dementsprechend haben wir diese Formel zur Verfügung. Wir wissen, dass der erste Term der Folge 1000 ist und dass die Differenz dieser arithmetischen Folge 5 ist. 6 Jahre, das sind 72 Monate. Was wir also hier suchen, ist das 72. Glied von dieser Zahlenfolge. Und dazu wenden wir diese Formel an. Formel, in der wir n da und da durch 72 ersetzen. Wir können t1 durch 1000 ersetzen und d durch 5 ersetzen. Somit ergibt sich für T72 diese Rechnung. Und diese Summe ergibt 1355. Also ist die Endantwort auf die gestellte Frage 1355 Euro.